Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout 2. Wir bewegen uns Richtung Erstbürgerin und diese Tür sieht ein bisschen anders aus als alle anderen. Da werden wir auch noch reingucken. So, Erstbürgerin befindet sich hier drinnen. Da werden wir auch noch hinkommen und alle drei beklauen. Das kann ich euch versprechen. Und hier sind ganz viele Wachen, die könnten uns richtig guten Stuff geben. Wir wissen, die Messer sind sehr viel wert, von daher. Checkpot! Ach, da ist noch jemand. Hallo, Mädel. Ich kann leider nicht hinter dich gehen. Ich muss dich leider hier beklauen. Was natürlich nicht geht. Stirb! Ich krieg mein Stuff immer. Ach komm. Mach keinen Scheiß. Ha! Beklaut, du Olle! Jetzt bin ich weg. Obwohl ich könnte mal versuchen, mit denen zu reden, nicht nur über Clown. Okay. Wieso Außenweltler? Ich bin Bürger der Stadt. So, wen haben wir denn hier? Wer bist denn du? Du hast übrigens eine Sklave, die hat wahrscheinlich auch wieder nichts, ne? Gut, die Sklaven brauchen wir gar nicht jetzt zu beklauen, die haben nichts und der hat auch nichts. Ah, die haben daraus gelernt, die haben nichts mehr in den Taschen. So, die haben wir ja schon beklaut, ne? Gehen wir hier rein. Ach, die Tür ist zu. Weißt du was, die werden wir jetzt alle nicht einzeln beklauen. Das sind ganz normale Wohnhäuser. Da gibt es nichts zu klauen. So langsam sollten wir uns dann gewöhnen, nicht alles und jeden zu beklauen, ne? Aber hier ist ein Hotel. Aber dich kann ich beklauen. Du siehst auf jeden Fall sehr wertvoll aus. Oh yeah. Ach komm. Dass sie auch immer gleich sauer werden und schießen, anstatt mal zu sagen, hey, das gehört sich nicht. Ich hab einen Knast mit dir. Nein, die halten ja gleich in dein Gesicht ihre Waffe und wollen dich ermorden. Was ist das für eine Stadt? Ich dachte, hier werden die Banditen eingesperrt und nicht erschossen. Okay, du bist seltsam. Der Typ ist echt seltsam. Aber der sieht aus, als hätte er wie was Schickes, Feines bei sich. Wie zum Beispiel eine Menge Kronkorken. Und dann tritt er mich. Du bist ein feiner Herr. Feine Herren treten nicht. Die geben vielleicht eine Backpfeife, aber nicht sowas. Ja, genau so. So habe ich es mir gedacht. Immer schön Backpfeifen verteilen. Komm, das sind nicht gerade wenig Kronkorken. Die will ich haben. Danke. So, dann begeben wir uns mal Richtung Erstbürgerin. Mehr gibt's hier, glaube ich, nicht. Nö. Nicht wirklich. Bei der Erstbürgerin werden wir nochmal einen anderen Speicherstand wählen. Nur vorsichtshalber, dass wir mit ihr ein bisschen quatschen können. Aber diesmal hitten sie mich, machen sie bei mir keinen One-Hits. Ich weiß, in unserem alten Speicherstand haben die aber One-Hits bei mir gemacht, auch mit diesen Waffen. Das heißt, wir sind jetzt schon besser als beim letzten Mal. Alter, ist das dein Ernst? Was? Nach 18 Uhr will ich hier nicht mehr stehen. Aha. Interessant. Denk daran, du hast nur bis 18 Uhr Zeit. Ah, ab 18 Uhr ist hier zu. Ich verstehe. Ach komm, das kann doch nicht euer Ernst sein, dass ihr das mitbekommt. Okay, das sind halt die Messer. Messer tragen sie mit. Ich will ja mal mit den anderen Sachen testen. Hier, das geht easy, das geht easy. Und das auch. Okay, das Messer geht auch easy. Gut, endlich wieder hier. Nach all der Zeit. Dich können wir noch beklauen. Und das ist die Erstbürgerin. Ach, zu dem müssen wir auch nochmal den Test machen, ne? Vielleicht schaffen wir es jedes Mal. Wer weiß. Hallo, der will beklaut werden. Geht doch. Geht doch. Wieso nicht gleich so?
Au. Stehe ich immer noch hier? Habe ich den beklaut? Oh, gut. Glück gehabt, ich dachte schon. Ich dachte schon, Freunde. Komm, lass dich doch beklauen. Ich brauche die Stimpaks ganz, ganz, ganz dringend. Stimpaks sind das Wichtigste. Wie viel haben wir jetzt geklaut? Ich weiß es gar nicht. Wie viele Stimpaks haben wir mittlerweile geklaut? 17, ja, es geht voran, Freunde, es geht voran. So. Diesen Typen werden wir auch nochmal beklauen, weil es ein Arschloch ist. So. Oha. Das lohnt sich ja richtig. Saubere Sache. Okay. Die anderen sind Diener, ne? Kräftiger Mann in Arbeitskleidung. Du siehst einen älteren Bunkerstadtbeamten. Sein Haar wird am Haaransatz grau. Guck mal, vielleicht haben die ganzen Leute hier doch noch ein bisschen besseren Stuff, wer weiß. Weil sie ja hier arbeiten. Die sind ja hier ganz groß im Kommen, die Leute. Ah, 94. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Hallo, kann ich dir helfen? Wer bist du? Ich bin der ehrenwürdige Stadtrat McClure und du bist Zero. Sehr nett, dich kennenzulernen. Was kann ich für dich tun? Ich weiß nicht, alter Mann. Was kannst du für mich tun? Ich suche ein Gartenerstellungskit. Ein GEEK? So wie ich es verstanden habe, hatten wir nur eines. Ich las, dass er lange überdauert hat, aber vor vielen Jahren zusammenbrach. Noch bevor ich geboren wurde. Wir hätten zwei haben sollen. Haben sollen? Aber anscheinend hat die alte Regierung von Transport durcheinandergebracht und wir haben eine Sendung erhalten, die eigentlich bestimmt war für Bunker Nummer 13, glaube ich. Vielleicht haben die unseren GEEK. Bunker 13. Was war in der Sendung, die für Bunker 13 bestimmt war? Ein Wasserchip. Hundertprozentig ein Wasserchip. Steuerungschip, ja. Ich wusste es doch. Das ist schlimm. Steuerungschip. Ungefähr 100. 100 Steuerungs. Die wollen doch eine verarschen, ne? Ich weiß nicht, weshalb sie so viele gesendet haben. Wir mussten nie unseren alten ersetzen. Wir haben dieselbe Steuerungsschip seit dem Tag, an dem unsere Leute in dem Untergrund des Bunker lebten. Es war wohl eine Art Versuch in dem Bunker, dass man quasi den Steuerungsschip quasi kaputt machen lässt und man 100 Stück als Ersatz hat, die immer wieder kaputt gehen oder was weiß ich. Was geschah mit dem GEEK, das zusammenbrach? Es wurde auseinandergenommen und seine Teile wurden für andere Verwendungen benutzt. Was war in der Lieferung? Bla, kennen wir schon. Kann ich andere Fragen stellen? Wie wird man Bürger? Nun, die Staatsbürgerschaft ist nicht für jeden. Verstehst du? Du wirkst auf mich eher wie ein Abenteurer. Ich glaube wirklich nicht, dass die Staatsbürgerschaft etwas für dich ist. Na komm jetzt, sag mir einfach, was ich tun muss, um ein Bürger zu werden. Sehr gut, du musst mit dem Prokonsul Gregory reden. Er wird dir den Staatsbürgerschaftstest geben. Okay. Vielleicht schon, kann ich mit dir handeln? Gut, da der 94 Kronkorken dabei hatte, gehen wir nochmal hierhin zu der anderen Tussi. Und nehmen sie mal auseinander. Siebzehn, also da habe ich schon mal bessere, toll. Und dann merkt sie das auch noch. Also was für 17 beklaue ich sie nicht. Okay, speichern. Teil 2, ja, okay. So, dann schnell Speicherpunkt wieder diesen hier. Dass wir so einen Safe Point haben für irgendwann, falls ich es brauche. Wer weiß. Wer weiß, Freunde. Sei gegrüßt, Fremdling. Ich bin die Erstbürgerin Lynette. Darf ich fragen, was dich hierher führt? So, bei diesem Gespräch werde ich einmal ganz kurz, weil es ein wichtiges ist, die Lautstärke erhöhen. Ich male mir ein Spiel. So.
Das hier ist die Bunkerstadt. Warum wohnt ihr denn nicht in einem Bunker? Nein, nein, wir leben nicht im Bunker. Das war nur vorübergehend, um ein paar Auserwählte vor dem Krieg zu schützen und ihnen danach beim Aufbau einer neuen Welt zu helfen. Okay, Woher wusstet ihr, wann ihr den Bunker verlassen konntet? So viele, wie ich gehört habe, waren die Bunker völlig isoliert von der Außenwelt. Da hast du etwas Falsches gehört. Unser Bunker erhielt 2 Jahre nach seiner Versiegelung grünes Licht. Ah, das war also der Test, ja? Dass die quasi rausgehen dürfen. Also, in unseren... Nee, ich darf nichts mit Stammes sagen. Wo ist der Aufseher? Ich muss ihn sprechen. Aufseher? Aber nein, es gibt seit 100 Jahren keine Aufseher mehr. Woher weißt du von den Bunkeraufsehern? Ich bin ein Nachkomme. Was ist der Anführer passiert? Ja. Mir ist ganz offenbar nicht die richtige Person. Das ist ein bisschen sexistisch. Warte, ich mach mal hier nochmal so ein bisschen. Ich weiß, sieht ein bisschen komisch aus hier. Ich räume mal ein bisschen auf. total sexistisch. Du bist ganz offenbar nicht die Person, die ich hören wollte. Hol sofort den Aufseher her, Frau. ich bin der Nachkomme des ersten Bunkerbewohners. Ich habe viele Dinge über den Aufseher gehört. Nachkomme des Bunkerbewohners? Was meinst du damit? Ich bin ein Ur-Ur-Urenkel des ersten Bunkerbewohners. Des ersten Bunkerbewohners? Was? Du musst einen anderen Bunker meinen. Wir haben nie Kontakt zu einem anderen Bunker gehabt. Wo ist dein Bunker? Versteht, wird aufgeregt, glücklich. Aha. Also sie freut sich darüber. Okay. Ich glaube, mein Vorfahr kam aus diesem Bunker hier. Völlig unmöglich. In den 100 Jahren, die wir außerhalb des Bunkers lebten, wollte noch niemand die Stadt verlassen. Obwohl vor langer Zeit 2 Bürger unserer Stadt verstoßen wurden, als Strafe für ihre Vergehen. Oh oh. Ihr habt den Bunkerbewohner rausgeschmissen. Ich erhebe jetzt Anspruch auf das, was mir gehört. Nein. Wenn das hier nicht der richtige Bunker ist, dann muss ich eben weitersuchen, bis ich einen Bunker finde, aus dem mein Vorfahre stammt. Vielleicht wird dein Bunker irgendwo in unseren Computerarchiven erwähnt. Können wir das mal überprüfen? Wir könnten mal in den Bunkercomputer nachschauen. Dort finden wir wahrscheinlich die Informationen, die du suchst. Aber zu den Archiven... Haben du Bürgerzugang? Gibt es... Ich bin Bürger. Ich kann mich nicht an deine Einführung erinnern. Zeig mir mal deine... Hier, die sollten eigentlich in Ordnung sein. Hältst du mich etwa für blöd? Wenn irgendjemand Fälschungen erkennt, dann bin ich das. Wer hat dir diese Papiere gegeben? Wenn du mir sagst, darfst du deinen Tagesausweis behalten. Ein Bürger am vorderen Tor namens Skief. So, damit bestätigt sich mein Verdacht. Der Zutritt zur Bunkerstadt ist dir entzogen. Gib deinen Tagesausweis ab und geh mit den Wachen ans Eingangstor. Warum? Aber... Du hast gesagt, ich darf meinen Tagesausweis behalten. Ach, wirklich? Soweit ich mich erinnere, hast du behauptet, ein Bürger zu sein. Dein Aufenthaltsrecht in Bunkerstadt ist abgelaufen. Die Wachen werden dich ans Eingangstor... Leck mich! Gehen wir nochmal rein. Ich will jetzt hier... Auf jeden Fall das Ding hier kriegen. Ich will das hinkriegen. Sei gegrüßt, Fremdling. Ich bin die Erstbürgerin Lynette. Darf ich fragen, was dich hierher führt? Ich suche ein Gartenerstellungskit. Hast du eins? Wie kommt es, dass jemand wie du von einem Garten-Eden-Erstellungskit weiß? Ich brauche einen, um mein... Punkt, Punkt, Punkt. Derartige Technologie ist nichts für Outsider. Ich bin ein Nachkomme des Bunkerbewohners. Ich brauche das GEEK, um mein Dorf zu retten. Nachkomme des Bunkerbewohners? Was meinst du damit? Ich verschwende hier nur wertvolle Zeit mit dir, Frau. Hol sofort den Aufseher. Nein, ich bin ein Urenkel des ersten Bunkerbewohners. Des ersten Bunkerbewohners? Was? Du musst einen anderen Bunker meinen. Wir haben nie Kontakt zu einem anderen Bunker gehabt. Wo ist dein Bunker? Okay, sie versteht und wirkt
Wird aufgeregt, ja? Okay. Ich weiß nicht, verstehst du? Ich versuche, den Bunker zu finden, aus dem mein Vorfahre kam. Jetzt verstehe ich. Aber kannst du beweisen, dass dein Vorfahre aus einem Bunker kam? Der Älteste meines Dorfes gab mir eine Wasserflasche. Aber die habe ich jetzt nicht bei mir aus den Geschichten. Die habe ich bei mir. Willst du mich verarschen? Okay, ich muss das hier sagen. Der Älteste meines Dorfes gab mir eine Wasserflasche, aber die habe ich jetzt nicht bei mir. Aus den Geschichten der Älteren geht jedoch hervor, dass mein Vorfahre aus einem Bunker stammt. Stammeslegende? Wenn du jemanden überzeugen willst, musst du dir was Besseres einfallen lassen als so einen Stammesmythos. Wie kann ich denn meine Herkunft beweisen, wenn du mein Wort nicht glaubst? Kannst du dir überhaupt vorstellen, wie viel ich zu tun habe? Ich regiere diese Stadt und kann meine wertvolle Zeit nicht mit dir und deinen wilden Behauptungen vergeuden. Sieht so aus, als würde ich mit dir auch meine Zeit verschwenden. Vielleicht solltest du lieber jemanden holen, der mir wirklich helfen kann. Nein, entschuldige bitte die Störung. Wiedersehen. Ich habe doch die Flasche bei mir. Wo ist meine Flasche hin? Lass du wollen. Die habe ich hundertprozentig nicht verkauft. Die ist schon wieder weg. Die war beim letzten Mal schon weg. Das ist nicht dein Ernst. Ah, Mist, ey. Was denn? Ich habe keine Zeit für deinen Blödsinn. Ich hatte gehofft, dir noch eine Frage zu stellen. Kannst du dir überhaupt vorstellen, wie viel... Du kommst hier hereingeplatzt und hast dann noch die Frechheit, mich zu beleidigen? Mich, Lynette, die Erstbürgerin von Bunkerstadt? Moment mal. Verschwinde, wir wollen dich in dieser Stadt nicht mehr sehen. Ich gehe nicht, bevor ich nicht ein paar Antworten kriege. The fuck? Ihr wollt mich doch verarschen. Okay, pass auf. Ich mache erstmal den Einbürgerungstest. Verzeihung, kann ich dir helfen? Wer bist du? Ich bin Protocol. Hast du nicht gesehen? Gregory. Bist du sicher, dass du in meinem Büro richtig bist? Hast du nicht gesehen? Was tust du hier? Ich bin der Assistent der Erstbürgerin. Ich kümmere mich um ihre Termine. Ich führe die Aufsicht über den Bürgerschaftstest für Zuwanderer und ich verwalte die Listen auf dem Server von Bunkerstadt. Eine verantwortungsvolle Tätigkeit. Das lass dir gesagt sein. Den Bürgerschaftstest? Ja. Ja, ich führe die Aufsicht unter den Bürgerschaftstest, den jeder Zuwanderer ablegen kann, der Bürger von Bürgerstadt werden möchte. Worin besteht denn dieser Test? Bei dem Bürgerschaftstest handelt es sich um ein umfassendes Examen mit mehreren Bestandteilen: höherer Mathematik, räumliches Vorstellungsvermögen, induktives Denken, Sprachverständnis, ach ja, und da ist dann noch eine gründliche gesundheitliche Untersuchung vorzunehmen. Klingt ziemlich schwierig, aber ich würde den Test trotzdem machen. Ich möchte ihn trotzdem machen. Alles klar. Gib mir dann. Oh, warte, nur noch eine Minute. Ach, was soll's hier? Nein, 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 ganz falsch. Oh, du bist scheiße, du bist schlecht, du bist dumm. Am Wortschatz fehlt es dir auch ganz erheblich, muss ich feststellen. Und? Da muss ich dir mitteilen, dass ich dir zum gegenwärtigen Zeitpunkt das Bürgerrecht nicht erteilen kann. Um ehrlich zu sein, du verfügst offenbar nicht über die zum Verständnis der höheren Mathematik notwendige Intelligenz. Vielleicht ein andermal. Na gut, war ein Versuch wert. Schade, dass ich sie nicht klauen kann. Okay, wir müssen einen Weg finden, nochmal diese Quest zu bekommen. Okay, mal gucken, vielleicht kriegen wir es irgendwie hin. Sei gegrüßt, Fremdling. Ich bin die erste. Warte Ja, kurz. was ist denn? Ich glaube, ich biss sie ziemlich an. Ja, gut. Ja, was ist denn? Die ist voll die.
Dämliche Frau, ne? Ist voll. Ich weiß nicht. Als wenn sie irgendwie 10 Kinder hätte, die. Und die Kinder hätte sie. Die Kinder hätten sie Sei immer wieder gegrüßt, geärgert. Fremdling. Ich bin die So. Erstbürgerin Lynette. Darf ich fragen, was dich hierher führt? Bist du der Aufseher dieses Bunkers? Aufseher? Aber nein, es gibt seit 100 Jahren keine Aufseher mehr. Woher weißt du von den Du Bunkeraufsehern? bist ganz offenbar nicht die richtige Person. Hol sofort den Aufseher. Du kommst hier hereingeplatzt und hast dann auch noch. Okay, pass auf, ich habe noch einen Plan. Wir ziehen unsere Rüstung aus. So, wenn wir jetzt unsere Rüstung ausziehen, gehen wir jetzt hier mal rein. Du hast einen Bunkeranzug an. Ich hätte nie gedacht, dass ich eines Tages jemandem aus einem anderen Bunker begegnen würde. Dieser Bunker 13, wo ist der? Ist das hier nicht der Bunker, aus dem man, ne, weiß nicht, ich komme aus einem Dorf, ich weiß nicht, ich versuche den Bunker zu finden, aus dem mein Vorfahrer stammte. Jetzt verstehe ich. Aber kannst du beweisen, dass dein Vorfahre aus einem Bunker kam? Stammeslegende? Wenn du jemanden überzeugst, kannst du dir überhaupt vorstellen, wie viel. Du kommst hier hereingeplatzt. Was denn? Ich habe keine. Kannst du dir überhaupt vorstellen, wie viel ich zu tun habe? Du kommst hier hereingeplatzt. Verschwinde, wir. Wie habe ich denn das letzte Mal das gemacht? Ich glaube, Sulik hat die Lass du Flasche wollen. gesoffen. Ich glaube, Sulik hat die Flasche aufgesoffen. Ich glaube, wir haben sie ihm gegeben und er hat sie getrunken. Aber ein Anzug müsste eigentlich schon, weiß nicht, Grund genug dafür sein. Okay. Sei gegrüßt, Fremdling. Ich bin die Erstbürgerin Lynette. Ja, was ist denn? Tja, ich ziehe halt jetzt noch mal mein Trollei. Ich hasse diese Troller. Du hast einen Bunkeranzug an. Ich hätte nie gedacht, dass ich eines Tages jemandem aus einem anderen Bunker begegnen würde. Dieser Bunker 13, wo ist der? Ist das hier nicht der Bunker, aus dem mein Vorfahre stammt? Völlig unmöglich. In den 100 Jahren, die wir außerhalb des Bunkers lebten, wollte noch niemand die Stadt verlassen. Obwohl vor langer Zeit zwei Bürger unserer Stadt verstoßen wurden, als Strafe für ihre Vergehen. Was haben diese Bürger getan? Mörder, alle beide. Boyarsky wurde vor 10 Jahren ins Exil geschickt und Richard Moreau kurz nachdem wir aus dem Bunker kamen. Die Bürgerschaft ist ein heiliger Bund. Innerhalb dieser Mauern werden keine Verbrechen geduldet. Wie kann man Bürger werden? Sprich mit Prokonsul Gregory. Er ist befugt, den Bürgerschaftstest durchzuführen. Das Okay. heißt, es gibt noch einen anderen Weg, Bürger zu werden. Einen anderen Weg? Statt den Test zu machen, könntest du dein Interesse an den Bunkern noch sinnvoller unter Beweis stellen. Als Outsider hast du die einzigartige Möglichkeit, uns aus einer heiklen Situation zu Zu helfen. Natürlich, was immer die Bunker auch brauchen, werde ich pflichtschuldig ausführen. Nordöstlich von hier ist eine andere Stadt, falls man es als solche bezeichnen kann. Dort leben Kreaturen, die das Grundwasser mit gefährlicher Strahlung verseuchen. Okay, was soll ich daran ändern? Du musst ihr Kraftwerk dauerhaft stilllegen, damit sie keinen Schaden mehr anrichten können. Klingt einfach, ich komme wieder, wenn ich mich um die Situation gekümmert habe. Okay. Sie ist diesmal nicht böse geworden. Ich habe es geschafft, dass sie nicht böse ist. Ah, na gut, ziehen wir unsere Rüstung nochmal an. Und ziehen los. Boah. Diese dreckige Wasserflasche schon wieder. Wie kann das sein, dass sie mir schon wieder entfleucht ist? Oder haben wir sie gesoffen auf dem langen Weg hierher? Ich weiß es nicht. Sie ist auf jeden Fall schon wieder verschwunden. Freunde, wisst ihr, was ich mit dieser Wasserflasche gemacht habe? Schreibt es mir bitte in die Kommentare. Ich muss es wissen. Jemand von euch muss es doch mitbekommen haben. Habe ich Sulik gegeben und Sulik hat es weggesoffen? Ich weiß es nicht.
Okay, sie möchte, dass wir quasi die andere Stadt, ja, freiräumen von Ghulen. Was wir natürlich nicht machen werden. Erst müssen wir hier hin. Hat sie jetzt ihren Mann wieder? Ja, tatsächlich. Vielen Dank, dass du meinen Mann befreit hast. Bitte nimm dies als Belohnung. Es ist nicht viel, aber. Es ist. Gib her! Nochmal vielen Dank, was hast du mir gegeben? Ich weiß nicht, was sie mir gegeben hat. Aber wir sind jetzt genau an der Stelle, wo wir das letzte Mal aufgehört haben, Freunde. Ging recht schnell diesmal. Und wir gehen jetzt in die nördliche Stadt. Nach Gekko. Wir müssen eigentlich nochmal mit diesen Typen sprechen, mit den Banditen, ne? Stimmt. Wir haben noch nicht alles gemacht in der Stadt, aber wir kommen ja wieder. Wir kommen ja wieder. Ne, Gülchen. Neue Stadt, neues Klauen. Ist ja schön, sogar eine Waffe dazu bekommen. Mach keinen Ärger, solange du in der Stadt bist. Jo, keine Sorge, ich beklaue euch nur. Mehr mache ich wirklich nicht. So. Nichts. Hallo, ich heiße Lenny. Was kann ich für dich tun? Was machst du hier? Kennst du dich mit Helkunde aus? Lenny, hast du je von einem Gartenerstellungskit gehört? Ein Gartenerstellungskit? Ich habe gehört, dass Bunkerstadt so wa was hatte. Das ist aber das Einzige von dem, was ich gehört habe. Ich bin verletzt, kannst du mir helfen? Ich kann helfen, aber es kostet dich 30 für die Versorgung. Danke, Lenny. Tschüss. Naja, gut. Hätten wir auch warten können, ne? Hallo, Glatthaut? Harold ist mein Name. Ich sorge dafür, dass in dieser Stadt alles gut läuft. Hallo, Harold. Was machst du hier? Ich tue, was ich kann, um das Ganze hier zusammenzuhalten. Nur bei mir selbst gelingt mir das nicht so. Gut. Geht der Laden hier den Bach runter? Na ja, so etwa in der Art. Unser Reaktor ist ein klein wenig empfindlich. Meine Leute tun ihr Bestes, aber sie haben die Intelligenz auch nicht mit Löffeln gefressen, wenn du verstehst, was ich meine. Ich habe mal einen Plan, warte kurz. Machen wir kurz hier mal ein bisschen lauter. Dann gehen wir wieder rein und dann haben wir natürlich wieder dieses ich male hier alles Vollspiel. Das ist ganz normal, Freunde, das ist ganz normal. Das ist quasi ein kleines Minispiel im Spiel. Einfach ausmalen. So, ich denke mal, das reicht schon, ne? So. Was meinst du damit? Du bist wohl auch nicht geraten, geistiger Überflieger, was? Sie sind einfach nicht besonders klug. Ich gebe dir ein Beispiel dafür. Erst neulich bekomme ich einen Bericht, in dem steht, dass das Kühlmittelventil zugedreht werden soll. Das hätte eine Kernschmelze gegeben, gegen die der Grand Canyon gar nichts gewesen wäre. Das klingt übel. Und das wäre auch gar nicht gut gewesen. Zum Glück konnte ich noch rechtzeitig einschreiten. Aber es war haarscharf. Sie brauchen jemanden, der auf Sie. Sie aufpasst. Wie gut, dass du hier bist, um den Leuten zu helfen. Wer hätte gedacht, dass ich noch zu etwas Nutze sein würde? Wenn wir allerdings nicht schleunigst einen hydroelektrischen Magnetosphärenregulator bekommen, sieht's schlecht aus. Was zum Teufel? Technisch gesprochen ist es ein Dingsbums. Ja, schön. Und wozu ist es gut? Ohne einen funktionierenden hydroelektrischen Magnetosphärenregulator gelangt radioaktives Kühlmittel ins Grundwasser. Das bedeutet, dass jeder, der das Wasser trinkt, zum Pinkeln im Dunkeln kein Licht mehr braucht. Außerdem benötigen wir mehr Brennstoff, da das Kraftwerk es nicht optimal verbrennt.
Wo kauft ihr denn euren Brennstoff? Wir kriegen den Brennstoff aus Broken Hills. Das ist eine Bergarbeiterstadt im Süden. Interessant. Wo kommt man denn an so ein Hydro-Dingeskirchens her? Ich bin sicher, dass die Scheißkerle in Bunkerstadt einen haben. Aber mit uns teilen wollen sie natürlich nicht. Egal, selbst wenn wir ein solches Ding hätten, wäre es nicht mal sicher, dass Festus das verdammte Ding installieren könnte. Bunkerstadt würde euch das Teil nicht geben, auch wenn das bedeuten würde, dass das Grundwasser nicht mehr verseucht wird? Sie würden uns nur helfen, wenn es ihnen selbst nutzen würde. Das macht die Sache ziemlich aussichtslos. Da könntest du recht haben, aber wenn jemand sie davon überzeugen könnte, euch zu helfen. Sie schießen jeden Ghoul ab, den sie sehen. Das erschwert die Konversation. Ein wenig. Vielleicht, wenn jemand anderes sie fragen würde. Wie hieß das Teil noch? Wir brauchen einen hydroelektrischen Magnetosphärenregulator. Er muss bald installiert werden, sonst haben wir ein echtes Problem. Was passiert, wenn ihr das Teil nicht kriegt? Wenn wir es nicht auftreiben können, kannst du darauf wetten, dass die Hohlköpfe von Bunkerstadt unser Kraftwerk abschalten. Und zwar für immer. Und was macht ihr dann? In einen tiefen Schlaf fallen. Bunkerstadt kennt keine Gnade. Sie werden einfach herkommen und uns alle töten. Wenn wir das Teil nicht auftreiben können, wird wenigstens ein Baum an mich erinnern. Das stimmt. Klingt, als würdest du das Ding jetzt wirklich ziemlich dringend brauchen. Ich möchte dich jetzt aber eben schnell was anderes fragen. Nein. Wir brauchen einen hydroelektrischen Magnetosphärenregulator. Er muss bald installiert werden, sonst haben wir ein echtes Problem. Okay. Wir kriegen den Brennstoff aus Broken Hill. Kennen wir schon. Das ist eine Bergarbeiterstadt. Wenn wir es nicht auftreiben können, in einen tiefen Schlaf fallen. Wie kann ich dir helfen, Grünschnabel? Du weißt bestimmt, ob es hier ein sogenanntes Garten-Eden-Erstellungskit gibt. Ein Garten-Eden-Erstellungskit? Ein Geek, meinst du? Ich kann mich erinnern, dass die Bunker welche hatten. Weiß aber nicht, wo du heutzutage eins finden kannst. Okay. Wie kann ich dir helfen, Grünschnabel? Ist das ein Baum, der dir aus dem Kopf wächst? Wohl neidisch, was? Sein Name ist Herbert. Ich rede mit ihm, wenn ich mich einsam fühle. War nur ein Scherz, sein Name ist Bob. Ah ja, weißt du, oder Bob, ja, die Antwort auf meine Frage. Wie kann ich dir helfen, Grünschnabel? Kann man hier irgendwo handeln und oder Vorräte aufnehmen? Red mal mit Wus, drüben in der Harfe. Kannst du gar nicht verfehlen. Ist, okay. Wie kann ich dir helfen, Grünschnabel? Was machst du hier? Naja, so etwa in der Art. Klingt übel, bla bla. Was zum Teufel? Na schön. Wir brauchen einen Wir kriegen den Brennstoff aus. Okay, wir dürften jetzt die Quest haben. Gut, Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns dann einfach morgen wieder zu einer neuen Folge und dann gehen wir mal in den Reaktor rein, den kennen wir auch schon ein bisschen und sollten da mal mit ein paar Leuten quatschen, vielleicht hilft das ja ein bisschen, ne? Haut rein, euer Zero, tschüss!